Hey Hey Jan. Silly. Na? Hey Leute. Hey Leute. Es tut mir erstmal wahnsinnig leid. Ich bin völlig ausgehungert gerade, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen habe, weil ein bisschen stressig war heute. Gerade aus der Sendung rausgefallen und ich habe mich jetzt hier direkt zum Lieblingsitaliener gesetzt. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ich habe dir ja letztes Mal auch Tipps gegeben. So, ist es eine Künstlerin? Ist es ein Künstler? Ich sag Wie nichts. nichts, wie du sagst gar nichts. Ich hab dir wenigstens ein paar Tipps gegeben. Pass Ja, auf. aber doch noch nicht jetzt, Ist es oder? ein Straßenrapper? Welcher Rapper ist nicht Straße, Capital Bra, ist auch okay. ist auch Spieße. okay. Spitze. Da kommen hier die Insider. Kendrick, wäre auch okay. Apache oder Kendrick, wäre doch okay. Bürger Lars Dietrich, das habe ich schon mal gehört. Trettmann, Also ist warte mal, kein, weg. ja, es ist ein Mann, es ist ein Rapper. Ein Rapper, mit dem du noch nicht gesprochen hast. Bushido wäre ein Rapper, mit dem ich noch nicht gesprochen habe. Calvin Cold? Es könnte BHZ sein. Auf der Tour habe ich versucht, Namen zu lernen von einer Crew. Das waren die Orsons. Ich weiß aber nicht, wie die aussehen und was die tragen. Ich habe gerade mein Essen bekommen. Jetzt muss ich hier gleich raushüpfen. Aber geht das in die richtige Richtung? Das geht in die richtige Richtung. Nein, jemand von den Orsons? Es ist jemand von den Orsons. Und jetzt Alter, ist scheiße! 20:14 Uhr. Jetzt kann ich Scheiße! hier, glaube ich, den Chat leften. Ihr seht es nicht, ich schwitze wirklich. Du Ich hast ja auch bin ein sehr. dickes Hemd an. Das ist relativ dünn, aber ich bin wirklich sehr nervös. Okay, es ist jemand von den Orsons. Die Es ist machen ja, und das sehr. ist 20:15 Uhr. Jetzt kann ich doch eigentlich hier raus und Ja, aber derjenige Moment. kommt rein. Aber warte, du hast mir ja schon gesagt, wer es ist. Sonst weiß ich ja gar nicht, wen ich hier annehmen soll. Nö, warum? Du nimmst die Orsons an. Warte, ich guck mal, ob ich eine Anfrage bekommen habe. Vielleicht musst du rausgehen. Soll ich einfach mal rausgehen Ja, hier? geh einfach mal raus. Geh mal raus. Okay, ciao Lass mich hier Leute, alleine. ich esse jetzt. Guten Appetit. Ich bin hier alleine und sehe, ich habe eine Anfrage von den Orsons. Hi! Was geht ab? Grüß dich! Na? Wer bist denn du? Ich bin der Kasmann. Du bist Kars! Ich bin Klar. Vasili! Hi Vasili, wie geht's dir, Alter? Gut, ich freue mich wahnsinnig. Ich hab wirklich auf der Tour versucht, eure Namen zu lernen. Ja. Und du musst wissen, wahrscheinlich ist die Frage völlig blöd, weil jeder, der hier gerade im Chat zuguckt, sich totlacht, dass ich dich frage, wie du heißt. Aber ich kenne eure Musik. Jan hat mir einige Songs in die Playlist gezogen, auch in der Vergangenheit schon. Ja, Aber ja, ich kann eure konnte bis jetzt, jetzt kenne ich dich, Carst, das freut mich. ja. Geil, geil, geil. Alles gut, Mann, alles gut. Mir hat auch schon jemand auf Instagram geschrieben: Hey, Vasili konnte sich nicht an deinen Namen erinnern. Irgendwie sowas kam mal durch. Und dann hat hier Salwa hat das Gerücht gestreut im Chat, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, dass Cars gar nicht bei den Orsons ist. Und dann haben hier tausende Leute kommentiert, so Quatsch kann nicht sein. Seit heute offiziell. Ich wollte eigentlich auch nur bekannt geben, dass ich raus bin bei den Orsons Boah, das wäre heute. krass. Ist ja echt krass, gell? Nein, ist leider nicht so. Du musst halt wissen, so meine Denke in meinem Kopf ist immer so nachrichtlich, aktuell. Eilmeldung und wenn du sowas verkündest, ist direkt so plus, plus, plus. Cars verkündet Austritt aus die Orsons. Nein, heute noch nicht, Alter. Heute noch nicht. Nee, hoffentlich Vielleicht nicht. dann morgen nach dem Interview. Mal schauen. Wo bist denn du gerade? Du chillst in einem Park. Ich bin in Berlin. Auf jeden Fall in Berlin. Wo genau? Warte mal, pass auf. Maultaschenmanufaktur, kann man das lesen? Sieht man das? Maultaschenmanufaktur. Ein bisschen Sehr guter zu hell. schwäbischer Laden in Berlin. Nähe Gleisdreieck, glaube ich, waren wir in diesem Park vorhin. Und haben ein Interview gegeben mit rap.de, das unterbrochen wurde von den Parkwächtern, weil wir keine Genehmigung hatten. Ach krass. Ja, das war Worüber habt ihr nicht. denn gesprochen mit rap.de? Über unsere neue Platte, Tour Life for Life, die am 17.07. rauskommt. genau. Darüber haben wir gesprochen. So Platte, die wir auf der Tour im Tourbus aufgenommen haben und so. Genau. Im Tourbus auch richtig die Songs aufgezeichnet und so. Genau, im Tourbus und um den Tourbus herum und so. Also es war, wir haben irgendwie alle wie so Besessene auf Tour Musik gemacht. Ja. Und am Ende der Tour hatten wir auf einmal eine neue Platte und waren alle sehr überrascht. Ja.
Und jetzt kommt es schon raus. Aber das stelle ich mir krass vor, weil du siehst, ich habe ja hier auch so ein Podcaster-Mikrofon. Ja. Oh, das ist geil. Ich liebe es. Damit nehme ich auch auf. Aber genau. Tuba sagt immer, das klingt wie eine Socke und ich darf damit eigentlich nicht aufnehmen. Aber ich liebe das mal. Ich liebe auch, wie es klingt für Rap und so. Aber und was habt ihr das dann alles? Habt ihr euer gesamtes Sound-Equipment auch dabei, was ihr dann zwischendurch aufbauen könnt, um im Bus irgendwie aufzuzeichnen? Oder? Ja, Mann. Voll. Krass. Ganz genau so. Also wir hatten auch diesmal, so einen Doppeldeckerbus und oben war so eine Lounge. Und immer wenn wir dann losgefahren sind von der Stadt, habe ich mich dann oben hingehockt und habe angefangen Mucke zu machen, so mit, also ich hatte so mein, ich mache Mucke am iPad mit so einem kleinen Vorverstärker und halt meinem Mic und so. Und dann saß ich da immer und habe so die fahrende Straße vor mir gesehen und dabei geschrieben, so, das war so geil, bestes Studio ever, Alter. Das war also ein sehr super, super atmosphärisches Album, kann ich mir das so vorstellen? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist schon eher smooth auf jeden Fall. Also im Gegensatz zu unseren anderen Sachen, die dann doch oft auch sehr live bezogen sind, sind da schon sehr viele smooth Songs dabei. Nicht nur, aber. Und jetzt aus unserer Rap- und Politik-Podcast-Sicht gefragt, wir haben ja gerade unser Live-Interview hier, unser Blind Date, aber gibt es Themen, die sich auch für eine Podcast-Folge vielleicht eignen würden, politische Songs, drauf sind oder irgendwas, was euch bewegt hat? Also wir haben auf jeden Fall, heute Nacht kommt unsere neue Single raus, Europa heißt die. Und das ist schon, glaube ich, der politischste Song, den wir bisher gemacht haben. Was heißt politisch? Also ich zum Beispiel, mein Part ist so genau, ist der letzte Part auf dem Song und ich fange mein Part an mit, ey, Dicker, was für Politik, ich check von gar nichts, so. Also ich kenne mich nicht aus, ich weiß nichts, so, ich habe natürlich so meine gefährliche Halbwissen-Meinung und so, aber wenn ich mir so euren Podcast anhöre, dann denke ich mir so, oh krass, Alter, ihr seid voll tief in dem Thema drin, oh, das wusste ich noch nicht, ah, so habe ich das noch nie gesehen, deswegen, mir fällt, und das habe ich dann auch in dem Song so geäußert, schwer, mich da, zumindest öffentlich zu äußern, weißt du, ich meine? So, weil ich denke, man hat da so eine Verantwortung und ich kann diese Verantwortung momentan dieser Verantwortung aus politischer Sicht auf keinen Fall gerecht werden, so dass es mich zufriedenstellen würde. So. Tua hat auf jeden Fall auch in dem Song sagt ein paar Sachen und so. Hört euch den auf jeden Fall mal an heute Abend so. Oder morgen. Ich bin schon gespannt, wie es geht. Was ich so aus eurer Sicht so spannend finde, so als Journalist musst du natürlich auch... Props genau übrigens, Respekt ja? an euren Podcast, aber ich höre den gern. Ich höre den voll oft beim Pumpen, im Fitnessstudio. Ach, hörst du wirklich Joggen, den Podcast? Ja, voll. Geil. Ja, Mann. Also jetzt vor Corona habe ich den oft gehört beim Pumpen. Danach bin ich dick geworden und war lange nicht mehr im Training und so, Alter. Aber siehst aber zumindest das, was ich sehe, siehst ganz fit aus. Alles am Bauch, also es kommt nicht in die Kamera. Aber das, was du gerade angesprochen hast, so dass du eher vorsichtig bist, irgendwas zu sagen, bevor es nicht wirklich ausgereift ist, das ist ja das, worauf Journalisten und Journalistinnen eigentlich sehr achten müssen und Politikerinnen, vor allem Leute, die irgendwie in Ämtern sind. Aber durch Corona haben wir spätestens alle gemerkt, auch die Menschen, die vorher gesagt haben, ich bin super unpolitisch, wie viel Einfluss Politik auf unser aller Leben hat. So, wenn es plötzlich heißt, Kontaktsperre, Kontaktverbot, so wenn so solche Regelungen kommen, wenn Apps kommen und man plötzlich, obwohl man sonst sagt, ey, ich gebe meine Daten nicht raus und erst recht nicht an den Staat, aber in so einer Ausnahmesituation dann sagt, doch klar, irgendwie anders kriegen wir es nicht gelöst. Wie hast du Corona irgendwie erlebt? Ich habe Corona erlebt, indem wie soll ich sagen? Also mich hat es schon schockiert irgendwie. Ich war im Urlaub, kurz vor dem Lockdown war ich im Urlaub in Belgien, so für ein Wochenende und war so beste Zeit mit einem schönen Zimmer direkt am Strand so frühstücken, aufs Meer gucken, währenddessen die ganze Zeit Twitter checken und gucken, wie die Welt parallel untergeht. So, ich kam mir vor, wie in so einem Zombie-Film, wo wir die letzten Menschen sind, die noch auf diesen Strand gucken können, bis die Zombie-Apokalypse uns einholt, so von der medialen Vermittlung so.
In Belgien haben die dann auch schon alle Restaurants geschlossen gehabt, so, wo es dann, also am nächsten Tag, wir kamen an, dann war es noch relativ gechillt, am nächsten Tag wurden die ganzen Restaurants geschlossen, was in Deutschland zum Beispiel noch nicht der Fall war, zu dem Zeitpunkt. Und dann war es schon irgendwie gruselig und auf der Heimfahrt hat dann so Merkel diese schlimmste Krise seit dem Krieg Rede gedroppt und das hat mich schon erwischt auf jeden Fall. Und da habe ich schon auch Filme geschoben und da sind wir auch einkaufen gewesen. Haben so Toilettenpapier geholt. Versucht noch Toilettenpapier zu bekommen. Nee, da hatten wir tatsächlich nicht so Probleme, weil ich ja so ein mobiles Bidet habe. Sag mal Bidet, ich weiß nicht. Bidet, ja. Ja, ne? Ja. Deswegen habe ich mir deswegen keine Sorgen gemacht, aber mein Weed-Dealer war schwer zu erreichen in den Tagen. Und ich war auf jeden Fall, mich hat schon ein bisschen geschickt und so. Und meine Oma, genau, das war nämlich das Ding, wir sind extra nur aus Belgien zurückgefahren, weil meine Oma 90. Geburtstag hatte. Und dann war ich auch so, hey, wir können den Geburtstag nicht feiern, wir müssen es absagen und so. Das, wir können nicht ihr Leben da so riskieren und so. Mhm. Und aber meine Fan war so, nee, das wird schon nicht so schlimm sein und so. Und in Deutschland waren noch die Restaurants offen, deswegen haben wir dann tatsächlich noch die Feier gefeiert, so alle Regeln beachtend, aber es war schon gruselig. Manchmal spooky. Und auch so, wie du sagst, was für eine Macht dann doch dadurch auch sichtbar wurde, ne? Was so gemacht werden kann, einfach. Ja, vor allem auch, was Politik alles organisieren muss, wenn es drauf ankommt und wie viel wir gar nicht mitbekommen, wie viel sonst so im Hintergrund passiert. Ja. Vielleicht ganz kurz, um alle hier abzudaten, die gerade dazugekommen sind. Das ist das Machiavelli Blind Date. Ich bin Vassili, das ist Cars von den Orsons. Wir wurden vor wenigen Minuten miteinander verbunden und sprechen uns zum ersten Mal in unserem Leben. Und haben aber gegenseitig unsere Stimmen vorher schon gehört, weil Cars unseren Machiavelli-Podcast schon mal gehört hat und ich die Musik der Orsons. Und Ray BHV fragt, über welches Album sprecht ihr gerade? Bin eben erst dazugekommen. Du hast über euer neues Album gesprochen. Sag noch mal kurz, wie es heißt. Tour Life for Life heißt das Album. Und ist so ein Konzeptalbum. Ist auf Tour entstanden und handelt auch viel von all den Emotionen und den merkwürdigen Lifestyle, der sich da so auf Tour halt ergibt. Ne? Jeden Tag in einer anderen Stadt sein. Irgendwie beste Zeit. Trotzdem passieren auch dramatische Sachen. So, keine Ahnung, Alter. Wir haben einfach versucht, ein gutes Album über Tourlife zu machen. Ich habe auch so diesen Rick Rubin und Andre 3000 Podcast gehört. Hast du den gehört? Nee. Gibt so ein schönes Gespräch zwischen den zwei und da sagt Andre 3000, das ist was verändert mit Musikern, wenn die nur noch auf Tour sind, weil du halt ein anderes Leben hast, bevor du erfolgreich bist oder bevor du professionell Musik lange machst, hast du ja ein echtes Leben und kannst Songs schreiben über echtes Leben so und irgendwann bist du halt nur auf Tour und in irgendeiner komischen Bubble und es verändert die Musik und es hat ihn jetzt auch in so Schreibkrisen hineinbewegt und so. Und das hat mich voll, also mich hat das Gespräch auch inspiriert, weil ich dachte, nein, man kann auch geile Mucke aus diesem Lifestyle machen und so. Mhm. Und das haben wir versucht und es ist uns auch gelungen, meiner Meinung nach, so ein gutes Album über Tourleben zu machen. Aber auch so ein bisschen Ironie, ne, des Schicksals. So, ihr macht ein Album über Tourleben und dieses Jahr, diesen Sommer fällt Tourleben im Prinzip aus. So, wie ist das so, dieser Kontrast? Ja, das ist komplett verrückt, dass es jetzt tatsächlich so gekommen ist. Ne? Also ja, es fühlt sich jetzt ein bisschen an wie so eine, als hätten wir noch Glück gehabt, dass wir das so aufnehmen konnten, so in dieser Emotion, ne? Wie so eine Zeitkapsel, die wir da festhalten. So fühlt sich ein bisschen an, aber es wird natürlich wieder normales Tour-Life geben irgendwann. Aber jetzt ist natürlich schon witziger, naja, witzig, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ein krasser Zufall, so, ne? Vielleicht ein kurzer... Wo bist du eigentlich? Bist du auch in Berlin? Nee, ich wohne in London. Ich arbeite hier im ARD-Studio. Ja.
Geil. Und ich lege mich nach unserem Gespräch gleich schlafen, weil es sein kann, dass Liverpool in der Nacht Meister wird, wenn nämlich Manchester City nicht gegen Chelsea gewinnt. Okay. Und dann darf ich mitten in der Nacht fürs Morgenmagazin darüber berichten. Genau, also bisschen Fußball zu Rap und Politik gehört auch dazu. Ich bin so halb Fußball interessiert. Also ich habe so eine komische ich wurde erzogen zum Lokalpatriotismus mit VfB Stuttgart und so. Mhm. Deswegen habe ich da irgendwie so ein Faible für. Also immer wenn es denen gut oder schlecht geht, fühle ich stark mit. Liverpool weiß ich nur, weil einer meiner besten Freunde, Baika, Shoutout, ist Liverpool-Fan. Mhm. Und deswegen verbindet mich auch so ein bisschen was mit dem Verein. Sind die letztes Jahr schon Meister geworden oder ist es jetzt dieses Jahr, dass die zum ersten dieses Mal Meister Jahr, werden können? Dieses Jahr ist super krass. Also Liverpool war ganz früher, haben die irgendwie schon 18 Meistertitel geholt. Aber seit es die Premier League gibt, sind die noch nie Meister geworden. Okay. Und das sind jetzt 30 Jahre. Also das wäre der erste Meistertitel seit 30 Jahren. Und Klopp als Coach, so der wird verehrt. Und Stichwort tatsächlich vor dieser Debatte, die wir jetzt haben, auch durch Black Lives Matter und die Statuen, die hier in Großbritannien ja auch erstmals runtergezogen wurden, ne? Die Colston-Statue, dieser Sklaventreiber, Sklavenhändler. Es wurde tatsächlich darüber nachgedacht, eine Jürgen Klopp-Statue in Liverpool aufzubauen, so, weil er so ein super Trainer ist. Wie siehst du das? Hast du diese Statuendebatte verfolgt? Hast du dazu irgendwie eine Meinung? Wie denkst du darüber? Also jetzt nur so spontan, unreflektiert, so auf jeden Fall cool. Finde ich geil. Runter damit, Alter. Auf jeden Fall safe. Weg damit. Ist eine Ansage. Voll. Kass, wir haben jetzt über Inhalte gesprochen. Wir haben über euer neues Album gesprochen. Wie würden dich die anderen Orsons in einem Wort beschreiben? Hast du eine Idee? Wie mich in einem Wort? In einem Wort. Kann auch ein Satz sein, ich weiß nicht. Kann auch eine Zeile sein. Scheiße. Warte. Warte. Also es wären auf jeden Fall drei Worte, weil es ja drei Typen sind noch. Mhm. Ich tue mich total schwer. Also es dauert jetzt auch schon zu lange. Fuck. Nee, alles gut, wir haben Zeit. Was würde Tua sagen? Tua würde sagen, hängen geblieben. Mackes? Mackes würde sagen, der Beste. Der Beste? Hängen geblieben, der Beste, Bartek? Bartek würde sagen, keine Ahnung, Alter. Warte, ich würde irgendwas hängen geblieben. Warte, ich würde vor allem spontan und viel schneller irgendwas sagen. Ohne so lange zu überlegen, Alter. Keine Ahnung, Mann. Was würde Cars über Cars sagen? Cars über Cars. Ach, keine Ahnung, Alter. Was würde über Cars sagen? Geht schon. Geht. Geht. Warum, das ist auch eine Frage so. Ich habe angefangen, Politik zu gucken oder mich mit Politik zu beschäftigen, weil bei uns immer politische Nachrichten liefen und meine Eltern darüber geredet haben. Warum hast du mit Rap angefangen? Gute Frage, Mann. Ich gehe davon aus, dass deine Eltern nicht gerappt haben. Nee, die haben nicht gerappt, aber mein Vater hat schon sehr viel Mucke gepumpt immer. Also wir sind viel mit dem Auto rumgefahren, in Urlaub immer im Auto und hat immer Songs laufen lassen und so. Und ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall von klein auf voll halt reagiert habe auf Rap. Ne? Es war immer so eine andere Welt, irgendwie hat es mich so von klein auf in den Bann gezogen. So. Ich weiß noch, wie wir, keine Ahnung, mal nach Spanien in den Urlaub gefahren sind und mein Vater hat ein Tape gepumpt, wo alle möglichen 80s-Hits drauf waren und auf einmal kommt so MC Hammer so und solche Sachen, die mich dann voll rausgerissen haben aus diesem
aus der anderen Musik und hat mich sofort bewegt. Und da hat so angefangen, warum ich letztendlich angefangen habe zu rappen, weiß ich nicht, Alter. Einfach so. Ich habe die Musik geliebt und habe gedacht, ey, ich probiere auch mal sowas zu schreiben. So. Und Wie habt ihr euch denn gefunden? Also wahrscheinlich wissen das einfach alle, die hier zugucken, Orsons? Aber ich weiß es nicht. Wir als Orsons? Ja. Wir haben uns gefunden, wir sind ja alle so aus dem Großraum Stuttgart. Tuma und ich kommen aus Reutling, das ist so 30 Kilometer süd, also bei Tübingen. Also Reutling, Tübingen sind so Geschwister, sage ich mal. Mhm. Meckes und Bartek sind so aus dem Kreis Ludwigsburg. Und dann war Stuttgart schon immer so die Großstadt, wo man sich getroffen hat. Mhm. Auf irgendwelchen Jams und irgendwelchen Seekrank-Stream kriegen wir gerade hier. Was? Als, weil du, glaube ich, mit der Kamera so viel. Ah, sorry. Weil du so aktiv bist. Ja, warte, ich halte es jetzt mit beiden Händen. Dann ist... Leute, ihr könnt nicht in den Urlaub fahren. Freut euch doch, dass ihr ein bisschen See-Feeling hier bekommt in diesem Livestream. Sorry, guys. Okay, also Großraum Stuttgart. Stuttgart Großraum so, Stuttgart. Mhm. Ja, Mann. Ja, und wir waren halt, ich habe Mackes kennengelernt auf einem Bandwettbewerb. Es war so, man hat so Showcase gespielt, halbe Stunde, und dann war Juryentscheidung, bliblablub, und da habe ich Mackes kennengelernt. Und Basti auch von Chimperator, da war ich damals auch mit Tua, als Bastiat damals noch, unsere Rap-Crew aus Reutling. So. Mhm. Und wir hatten eine Platte, und die Jungs hatten eine Platte, und dann kam so die Idee auf, dass wir zusammen auf Tour gehen. Mhm. Genau, und dann sind wir zusammen auf Tour gegangen, und dort haben wir uns dann eigentlich nach anfänglicher Haterei so, hey, die sind voll komisch und die fanden uns komisch, wir fanden die komisch, auf Tour haben wir uns ineinander verliebt und haben gemerkt, dass wir voll viel gemeinsam haben, ähnlichen Musikgeschmack, ähnliche Sichtweise auf Dinge und so, und haben uns entschieden, dann einfach mal zusammen ins Studio zu gehen, und da ist dann auch so aus dem Nichts so ein Album entstanden innerhalb von 3 Tagen. Seit da waren wir aus Versehen als unfallende Band, was wir gar nicht wollten, aber irgendwie lief das dann ganz gut und hat es dann immer weiterentwickelt. So. Ja, und läuft ja bis heute, aber was ich mich immer so frage, ist, wenn so einzelne Künstler aus so einer Kombi dann einfach sagen, okay, ich mache jetzt ein Solo-Album, Tour hat ja, soweit ich weiß, sogar eins, auf jeden Fall zwei mehr. Der hat einige, viele so, er nennt es EPs, für mich sind es auch Alben, aber so offiziell Alben hat er, glaube ich, ja, offizielle Alben sind es 2. Mhm. Und wie kriegt ihr das hin, dass so Einzelprojekte möglich sind, aber ihr dann immer wieder sagt, so, ey, wir machen auf jeden Fall, das steht gar nicht zur Debatte, dass wir irgendwie unser Ding zusammen weitermachen? Oder steht das zur Debatte? Es stand immer mal wieder zur Debatte. Mittlerweile aber irgendwie nicht mehr. Mittlerweile hat sich so eingependelt, weil halt jeder halt auch so eine starke Solo-Hingabe hat und so eine starke Solo-Version, Vision von seinem künstlerischen Werk, sage ich mal. So, das tut uns halt einfach auch gut, weißt du so? Weil in der Band musst du natürlich Kompromisse machen. Solo kannst du so ein bisschen freier sein. Und Und auf der einen Seite ist es immer voll schön und lehrreich, zusammenzuarbeiten und diese Kompromisse, an diesen Kompromissen die Songs weiterzuarbeiten und zu verbessern. Und auf der anderen Seite ist es halt immer total befreiend, dann einfach machen zu können, was man möchte, so weiß ich mal, ohne dass man so krass Kompromisse eingehen muss. Deswegen hat sich das für uns ein bisschen als System bewährt. So. Das ist richtig wie so, Paartherapie ist, dass wir dann Urlaub voneinander haben und Solo-Sachen machen. Das kommt mir und Jan, wir sind zwar nur zu zweit, aber auch bekannt vor. Er wird wahrscheinlich jetzt auch schmunzeln. Hier fragt jemand, und dein nächstes Solo? Fragezeichen. Mein nächstes Solo? Ich arbeite eigentlich an einem Solo-Album. Aber ich habe mittlerweile auch schon zwei Solo-Alben-Entwürfe ein bisschen über den Haufen geworfen und immer wieder von vorne angefangen. Ich mache auf jeden Fall was. Ich bin dabei, kann noch aber überhaupt nicht sagen, wann es rauskommt und wie und was überhaupt, ist immer noch am Entwickeln. So. Ist ja auch Quatsch, ne? Also bei einem kreativen Prozess kannst du es ja auch gar nicht wirklich oder musst du dir doch dann irgendwann Deadlines setzen? Ist schon hilfreich.
eine Deadline zu haben, für mich auf jeden Fall. Ich mag diesen Deadline-Druck auch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da auch noch viel magische Sachen passieren, einfach in diese, okay, jetzt muss es abgegeben werden. Aber so weit ist es noch nicht. Jetzt ist ja erstmal so aus das Album das Thema. Und genau. Ah, dazu eine Frage. Wir haben auf unserer Tour mit den Antilopen gequatscht. Mhm. Und Kolja meinte irgendwie, die setzen sich dann manchmal zusammen und dann sagen die, okay, jetzt eine halbe Stunde. Und in dieser halben Stunde schreiben die dann irgendwie jeweils ihre Parts. Was ich halt super krass fand, so wie in einer halben Stunde irgendwie den. Wie ist das, wie macht ihr das? Das gibt es bei uns tatsächlich auch manchmal, aber wir haben das meistens eher so als, wenn ein Tag irgendwie schleppend war, sagen wir dann so, hey, okay, heute ging nichts, Alter, dann lass uns jetzt nochmal kacken irgendwas hin, mal schauen, was passiert. Und manchmal sind da echt witzige, coole Sachen dabei, die dann wirklich auch aufs Album kommen, weil man da so unbeschwert rangeht. Also ich kenne das schon auch, das ist geil. Mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall möglich, man. Ganz ehrlich, auch die besten Songs passieren auch echt in so einem Stream. Ne? Du hast vorhin gesagt, so dich hat Rap irgendwie schon früh begeistert, inspiriert. Für viele Jüngere, wobei gar nicht mal so Jüngere, für eine Generation vielleicht von Rap-Fans, ist Haftbefehl auch jemand, der viel Inspiration gegeben hat, der das Genre irgendwie geprägt hat. Jan zitiert den gefühlt in jeder Machiavelli-Folge, hat ja jetzt irgendwie ein neues Album rausgebracht, auf das auch viele gewartet haben, das weiße Album. Ist das auch jemand, bei dem du sagst, yo, der ist krass? So wie, hier kam auch eine Frage, so wie du das Album findest. Auf jeden Fall, Haftbefehl ist eine Nummer für sich. Er ist auf jeden Fall ein, wie beschreibe ich das, Mann? Er ist so ein, der ist einfach einzigartig, der ist einfach ein Unikat, so, weißt du, ich meine, sein Stil, seine Herangehensweise, seine Ehrlichkeit, seine Rohheit, weißt du, ich meine, das ist einfach, das ist auch so Klischee, aber das ist so real, Alter. Mhm. Der Typ ist einfach authentisch und toll, Alter. Das neue Album, ich habe es einmal gehört und da war es mir zu viel Action, aber nicht, also es ist für mich jetzt, also ich will es dadurch nicht kritisieren, ich war einfach nicht so richtig in dem Mut, das anzuhören tatsächlich in der Zeit so. Aber also ich fand's dope, Alter. Ich fand's cool. Aber es war in dem Moment nicht meins, Alter. Ich hab's nur so angehört, um es zu analysieren und zu hören, was er halt Neues rausgebracht hat. Ich mochte die Smoothie Songs. Alle Smoothie Songs habe ich übelst gefeiert. Diese Hardcore-Bretter freue ich mich live zu sehen, hoffentlich bald. Mhm. Ja, Mackes 237 fragt, soll Bartek nochmal Pivo bestellen, Kasi? Ich hab noch, warte, danke. Jungs, danke. Hängen die hier um dich herum irgendwo rum? Ja, die sind da, warte. Da hängen die rum, guck. Geil, und gucken zu. Ja, schöne Grüße. Wenn ihr Fragen habt an Kasi, die ihr noch nie gestellt habt, dann gerne her damit. Die hätten ja auch einfach die Begriffe gerade mal reindroppen können, ne? Die haben dich leiden lassen. Frech. Ah, guck mal, hier kommt noch eine Frage. Wie viel von den neuen Songs werdet ihr bei euren Autokonzerten spielen? Schon was geplant? Ja, wir sind gerade auch hier in Berlin zum Proben und wir spielen auf jeden Fall alle Singles und die ein oder andere Überraschung wird es auf jeden Fall noch geben. So. Aber die meisten... Das ist auch so ein Geschwätz, Alter. Ich weiß überhaupt nicht. Ich bin nämlich einen Tag zu spät zu den Proben gekommen. Richtig. Ich bin einen Tag zu spät zu den Proben gekommen und gestern hat Bartek gesagt, ja, wir haben eine Playlist. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was wir spielen werden. Aber hast du souverän gemacht, Singles? So? Wie so ein Politiker bei einer Pressekonferenz. Ja, genau. Frage aber dann habe ich gedacht, so, was laberst du da eigentlich? Alter? Du weißt es überhaupt nicht, was wir sagen. Ich hoffe, wir spielen auch neue Sachen. Alter. Wie oft geht dir das so in Interviews, dass dir irgendein Journalist so eine ausgefallene Frage stellt, bei der er wahrscheinlich 3 Stunden an die Decke gestarrt hat und du denkst, was soll ich dazu sagen? Ja. Sorry, ich krieg gleich nochmal ein Bier geliefert. Wie oft mir das so geht? Ja, durchaus oft. Also wenn es so ein Frage-Ablese-Interview ist, ne, dann ist es schon oft so diese
Kopf aus, irgendwas antworten mäßig so. Ich bin ja nicht so der größte Interview-Fan, ehrlich gesagt. Ich bin einer von diesen Musikern, die so lieber sich einfach nur mit der Musik äußern. Mit den Orsons geht's solo, also jetzt mit dir ist cool, aber, und das sage ich nicht nur so. Dankeschön. Aber so alleine in Interviews und dann ist es ein schlechtes Interview, ist schon das also finde ich unangenehm. Ja. Ich finde es gerade hier auch total cool, Shoutout an euch Leute, weil ich hier ganz viel Unterstützung bekomme durch viel Fachwissen. Zum Beispiel schreibt Koscherino, hatte ihn beim letzten Dilteli-Event gesehen. Dilteli ist neben Rap am Mittwoch, ne? So eine Battle-Rap. Genau, don't let the label you. Ja, man, genau. In Stuttgart. Du, genau. Ziehst du dir das rein? Ist das so dein Ding, Battle-Rap? Verfolgst du das viel? Ich bin kein, nee, nicht wirklich viel. Ab und zu ziehst du mir rein. Ich finde das eine höchst bemerkenswerte Kunst. Ich finde es so krass, was die Jungs sich da geben, was das für Schlachten sind und wie lange die sich vorbereiten und mit was. Also das ist eine der höchsten Kunstformen der Hip-Hop-Kultur, sage ich mal so. Also ich feiere das übelst. Aber ich bin jetzt nicht so tief drin, so dass ich das voll nerdy verfolge und so. Mhm. Aber ich gucke schon immer mal wieder gerne Sachen und so. Ich gucke gerne diesen Cynic-Kanal und so, ne, wo er dann die Battles dann so analysiert und es dann auch nochmal so erklärt, was jetzt, was für einen Kontext man das jetzt sehen muss und so. Das finde ich geil. Du hast gesagt, du bist über deine Eltern zur Politik gekommen. Ja, wir sind ja aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Und wie alt warst du? Ich war 2, ich war noch klein. 2? Ja. Ich war 4, als ich nach Deutschland gekommen bin. Wo kommst du her? Von Polen, aus Polen. Ah, hä, Nachbar? Wo ja, genau? Gliwice. Sprichst du Polnisch? Nein, leider nicht. Ich habe so 4-jährigen Polnisch gesprochen. Ja. Aber dann kam ich nach Deutschland und ich hatte so Trauma von wegen, ey, alle reden auf einmal ganz anders und ich verstehe kein Wort. Mhm. Dann habe ich so die polnische Sprache total weggeblockt und wollte nur noch diese Sprache lernen, mit der ich mich hier unterhalten kann und so. Da habe ich das echt irgendwie verlernt über die Jahre. Ich hasse es auch. Also ich kann noch so die Aussprachen, kann ich noch. Also ich könnte es eigentlich lernen. Ich will es auch immer, aber irgendwie bisher habe ich es nicht geschafft. Kannst du Ukrainisch? Ich wollte es gerade sagen, das ist eine Parallele. Ich kann Russisch, weil wir zu Hause immer Russisch gesprochen haben und meine Eltern auch Wert darauf gelegt haben. Mein Vater hat aber, als ich klein war, immer wieder angefangen, Ukrainisch mit mir zu sprechen. Und okay. Ich habe da irgendwann blockiert, weil ich dachte so, ich kann die Sprache nicht. Das klingt zwar so ähnlich, aber ich verstehe es am Ende nicht. Und dann habe ich zugemacht und jetzt denke ich mir so voll schade, auch so mit Blick auf das, was politisch in der Ukraine passiert, dass sich das Land ja im Gegensatz zu Russland irgendwie deutlich demokratisiert und auch so Richtung Europa strebt. Und zum Glück reden da viele Leute Russisch oder eigentlich alle. Also man kommt damit Russisch klar. Aber ich würde schon gerne eigentlich auch die Sprache des Landes, in dem ich geboren bin, sprechen. Ja, so geht's mir auch. Ne. Hast du denn noch Family da? Bist du häufig dort oder gar nicht? Gar nicht. Ich habe schon noch Familie dort. Aber wenn, dann sehen wir uns hier auf Festen. So der engste Kreis, sag ich mal, so die ganzen Geschwister von meinen Eltern und so, die sind alle hier, meine ganzen Cousinen, Cousins. Und dann alle, die noch drüben sind so Cousins um eine Ecke. Wir haben die schon immer mal wieder besucht, aber schon lange nicht mehr, dort gewesen, so ehrlich gesagt. Ich glaube, das letzte Mal in Polen, Alter, ich weiß nicht, ob da schon das neue Jahrtausend angebrochen ist. Also wirklich lange, lange. Also. Auch das ist ja so ein krasses Ding, ne? Politisch, was da irgendwie passiert. In welche Richtung, Alter, das ich hasse es. Es ist peinlich. So dumm, aber auch, es ist mir peinlich. Warum, Alter? Aber es ist schon irgendwie. Fühlst du, hast du irgendwie eine, also so hast du irgendeine Verbundenheit, wenn du in den Nachrichten irgendwas zu Polen hörst oder so? Wie? Ja, irgendwie schon, ne? Also man, klar, auf jeden Fall. Ist weird, ne? Ich mache auch immer den Fernseher lauter, wenn irgendwas zu Russland oder zu. Also so ganz automatisch, ich denke dann gar nicht nach und denke dann so, ist irgendwie. Ja. Oh, guck mal, Jan stellt eine Frage, die du vielleicht. Ach so, als Fun Fact. Das Blau in der ukrainischen Flagge steht für den Himmel, das Gelb für den Weizen. Ja. Das stimmt. Alles ist erleuchtet, ne? Ja, das ist so ein bisschen dieses, ja. Ist doch auch diese schönen Filmaufnahmen der ukrainischen Felder. Ja. Kars kann auf dem Wasser laufen und das Wetter verändern. Das stimmt.
Stimmt das? Facts. Sind das Zeilen, die irgendwie zitiert werden, oder? Ja, ja. Mann, wer war das? Also Respekt. Stefan 7.9. Stefan 7.9. Aus welchem Song ist das? Aus welchem... Oh shit, das ist altes Zeug, warte mal. Optikzeiten, schreibt Stefan. Ja, ne, das war ich glaube, John Bello, ja. Auf dem John Bello, der Song mit Mo Mitchell, Lamar und Savage, Alter. Oh shit, Alter, ich komme nicht mehr auf den Tipp. Ja, wie heißt denn Stefan? Der Song, Mann. John Bello Story 2, schreibt hier gerade jemand. Tuas bester Song, seiner Meinung nach. Deine Meinung. Was ist Tuas bester Song? Tuas bester Song, safe ist es Dana. Ich hasse ihn für diesen Song, aber ich bin so neidisch, dass er Dana geschrieben hat, ey. Warum? Warum ist das der Beste? Ich kenne den gar nicht. Ich finde die Melodie, die er da komponiert hat, ist einfach brillant. Der Text ist unfassbar schön. Aber ich glaube, das Hauptding ist eigentlich ein Zusammenspiel aus allem, wie er das singt, aber auch die Melodie, wie catchy die ist, aber doch variabel, weißt du so? Also ist so, ich finde, er hat so die perfekte Mische aus, die Melodie ist kompliziert, aber doch ohrwurmig. Es sind so wie so 12 Ohr, also es sind viel zu viele Ohrwürmer in eine ganz kurze Zeit gepresst. Man muss den Song so 4-5 Mal hören, bis man es checkt, aber wenn der sich einmal so eingenistet hat, dann ist es der krasseste Song, so richtig Frank Ocean, weltklassisch. Weiß man denn als Künstler direkt, das ist ein Ohrwurm-Ding, oder kommt das erst mit der Zeit? Nee, ich glaube, das ist einfach Geschmackssache auch so im Endeffekt. Ich meine, da müssen wir auch den Begriff Ohrwurm auseinandernehmen. Ne? Ich meine, so ein Ohrwurm wie jetzt I'm Blue, Double D, Double Da, ist es nicht, weiß ich mein, aber es könnte aus den zwölf Elementen, die er da in diesem Dana-Ding verwendet hat, könnte er 12 so Ohrwürmer kreieren, weiß ich mein. Mhm. Und das presst er da so zusammen und überkrasser Song, überkrasser Song. Krass, ich hab noch, weil ich dich jetzt schon sehr lange... Legt euch ins Zeug, heißt der Song. Ja, Mann, danke. Geil. Gute Community. Ja. Ich habe eigentlich habe ich viel mehr Fragen. Es macht total Spaß mit dir hier, dieses Blind Date. Aber ich habe drei vielleicht zum Schluss, die ich mir noch aufgespart habe. Die eine Frage wollte ich dir ganz am Anfang schon stellen. Hast du eigentlich schon mal ein Blind Date gemacht? Also in deinem Leben? Jetzt Nein. Nicht. Ist auch dein Nein. erstes? Ja. Witzig. Es ist mir eine Ehre. Voll sympathisch, ja, mir auch. Unser erstes Mal. Ja, die zweite Frage hätte ich auch schon viel früher stellen müssen. Jan hat ja am Anfang in dem Vorgespräch, wo ich noch so aufgeregt war, weil ich nicht wusste, mit wem ich spreche, hat er gesagt, du musst auf jeden Fall dir Modetipps holen. Und ich beobachte dich schon. Von mir? Ja, von dir. Du hast eine sehr stylische Brille und du hast so ein Kopf... Ist das ein Kopftuch? Ja. Ist das gerade so, sollte ich das auch tragen? Ist das in? Nein, überhaupt nicht. Du solltest einfach das tragen, indem du dich wohlfühlst. So. Also ich trage meistens Anzüge. Ja, das ist super. Wenn du dich darin wohlfühlst, ist geil, Alter. Ich glaube, es geht im Endeffekt nur darum. Ich hab nur angefangen, irgendwie so ausgefallene Scheiß zu machen, weil auf der einen Seite wollte ich natürlich Wiedererkennungswert haben. So. Nee, das stimmt gar nicht. Das war gar nicht der Gedanke. Was mich am meisten angekotzt hat, war, ich kann mich nicht gescheit anziehen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, ich suche mir jetzt ein Outfit aus, das so einzigartig ist und in dem ich mich wohlfühle. Und das trage ich dann nur noch, damit ich nie wieder darüber nachdenken muss, was ich anziehen muss. Und so fing das dann an. Und dann habe ich irgendwie für jedes Orsons-Album geschaut, ob mir ein neues Outfit einfällt. Dieses Mal habe ich es aber nicht gemacht. Dieses Mal habe ich drauf geschissen. Ehrlich gesagt, nur einfach so rum. Wie mir gerade ist, Alter. Gerade ist so. Ja, Mann. Finde ich nice. Was ist die dritte Frage? Die dritte Frage ist, ich versuche sie so richtig in Worte zu fassen. Du hast ja gesagt, du hast schon mal in unsere Folgen reingehört, hast auch einige gehört. Ja. Gibt es irgendein Thema? Weil ne, Politik ist ja wirklich sehr groß und wir haben auch eine Folge zum Beispiel gemacht zu Politik
Rap und Depression, ne, mit KK und Sarah Wagenknecht, die auch aus der ersten politischen Reihe zurückgetreten ist sozusagen, weil sie gesagt hat, ich pack das nicht mehr, das ist zu krass. Ja. Gibt es ein Thema, wo du sagst, das würde mich sehr interessieren persönlich, das wäre cool, wenn ihr das macht. Wir haben ja auch so Reisefolgen gemacht, keine Ahnung, geht mal in das Land, da ist Rap gerade super spannend. Das ist jetzt, da muss ich mich, glaube ich, später nochmal melden. Ja. Ja, gerne. Und Bescheid sagen. Auf jeden Fall gibt es da irgendwas, aber lass mich überlegen. Weiß ich gerade nicht, Mann. Wir haben ja zum Beispiel mal, wir waren mal. Aber ich finde es geil, was ihr macht. Also ich freue mich immer über die Themen. Ist immer so, ist immer was Interessantes, Alter. Wie gesagt, ich kann nur Props geben. Es ist ein geiler Podcast, Alter. Geil, dass es macht. Machiavelli, der Name auch bestes, Alter. Ich als Tupac Groupie. Hier, ich habe den Fürsten hier. Kann es nur unterstützen. Sehr schön. Habe ich auch jetzt gelesen vor kurzem. Wirklich? Den weißt, Fürsten? Weißt du, warum ich den gelesen habe? Nee. Ich wollte wissen, ob es stimmt, dass Machiavelli empfohlen hat, seinen eigenen Tod vorzutäuschen, um politische Macht zu... Alter, jeder Rapper hat mich das gefragt, als wir auf Festivals waren. Jeder Rapper hat mich das gefragt. Ich habe gesagt, wo habt ihr das? Ich habe seine Biografie gelesen. Steht nirgendwo drin. Das steht nirgends und auch nicht in dem Buch, gell? Nein. Ich habe komplett gelesen. Ich so, ey, das war einfach nur Promostand damals. Falls gleich abbricht, verabschiede ich mich schon mal. Ja, lass uns einfach abrunden. Ich fand, das war ein cooles Blind Date. Geil, Mann. Hey, ich merke mich, wenn ich das nächste Mal in London bin, Alter, dann machen wir ein zweites Date und gehen Kaffee trinken oder so. Unbedingt. Ich freue mich sehr, dich persönlich kennenzulernen. Wenn Grüße, du in Stuttgart Jungs. Willst, sag auch Bescheid, gell? Ja, Mann. Mach ich. Oder in Berlin. Ja, Mann. Grüße. Und vielleicht ja. Ey, schön war's, Mann. Vielen Dank für die Einladung. Geil, macht weiter so, Jungs. Hammer. Dankeschön. Und vielleicht bis bald in real life. Ja, Mann. Voll, Alter. Mach's gut. Ciao. Ciao, Leute. Ciao. Ja, also wenn Blind Dates immer so laufen, dann kann ich mir das häufiger vorstellen. So, Jan kommt jetzt dazu. Und mal gucken, was er sagt. Hallo, Jan. Hey, Vassili. Sehr, sehr slick auf jeden Fall, wie du direkt am Anfang, wie er erzählt hat, dass er im Interview bei rap.de war und du einfach gesagt hast. Was haben die denn so gefragt? Hast du direkt gemerkt, das war mein Move. Weil ich habe gedacht so, boah, rap.de, das klingt nach einer Plattform, die haben bestimmt Ahnung von Rap. Wenn er mir so ein paar Fragen verrät, dann weiß ich ja. Beziehungsweise er hat ja verraten, es ging ums Album und dann war ich direkt im Game. Dann warst du im Game, ja. Shoutout Alex Barbian auf jeden Fall von rap.de, der ja auch vorhin rumgelungert hat im Stream. Hast du das Album schon gehört? Ich habe das Album noch nicht komplett gehört. Nee. Boah, ich höre mir das jetzt auf jeden Fall an. Also ich finde das total spannend, Künstler persönlich irgendwie zu sprechen und vor allem die Orsons live sehen. Also wenn das wieder geht und wenn Corona vorbei ist, wenn Konzerte wieder stattfinden, dann schleppe ich dich auf jeden Fall mal mit auf ein Orsons-Konzert. Ich habe die gesehen jetzt auf der letzten Tour in Köln. Das war schon richtig, richtig krass. Also es ist ein bisschen wie eine komplette Rap-Oper aufgezogen. Super durchchoreografiert, sehr, sehr, sehr gute Outfits, sehr gute Performance. Kann ich an der Stelle nochmal sagen, ja. Jan, wir sind tatsächlich wie bei den Machiavelli-Folgen gerade, überreizen wir die Zeit. Wir haben, hier läuft so ein Countdown im Bildschirm, den ihr wahrscheinlich nicht seht, den ich aber sehe. Echt? Dass nur noch eine Minute und 20 Sekunden verbleiben, ansonsten endet dieser Stream. Das heißt, wir haben jetzt entspannt noch, ne? Du kennst das ja im Radio, Backtiming und so, wir können jetzt entspannt noch eine Minute und 10 Sekunden zu Ende reden und die möchte ich nutzen, um einmal dir Danke zu sagen. Das hat wirklich Spaß gemacht, das war eine coole, coole Wahl. Und um zweitens euch zu sagen, wenn ihr jetzt gerade noch mehr Bock habt auf Machiavelli, dann zieht euch die neue Folge Machiavelli Push rein. Die ist gestern frisch rausgekommen am Machiavelli-Mittwoch. Und da hört ihr Salwa, die hier fleißig mitkommentiert hat und mich gerade hier gelobt hat. Vielen Dank dafür. Und Jan, die über aktuelle Entwicklungen im Rap mit politischem Bezug sprechen.
Wie viele Sekunden habe ich jetzt noch? Boah, du hast 35 Sekunden, Jan. Ich will es aber auf jeden Fall kurz vorher zu Ende machen, weil sonst stürzt das ab und wir können das vielleicht nicht mehr speichern. 30 Sekunden sind es jetzt noch. Okay, Vassili. Hast du super gemacht. Danke. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste Folge mit dir. Ich freue mich auf die nächste Folge mit mir nächste Woche, Donnerstag. Und vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Mach's gut. Danke, Leute. Ciao, Jan. Ciao. Ciao. Ciao.